Hey ho, meine Lieben. Ja, gestern großen Pausetag gemacht. Einfach nur Pause. Ja, und heute geht's weiter. Na, wen haben wir denn da? Schönen guten Morgen. Ja, ich werde jetzt noch zusätzliche Stützen reinspaxen. Hinten gucken, ob ich vielleicht nicht doch noch ein bisschen Wasserablauf machen kann, dass es nicht an der Wand runterläuft. Das werde ich alles im Laufe des Vormittags, späteren Vormittags, leichter Nachmittag sehen. Was Manu macht, wir haben einen Anruf bekommen, wo uns empfohlen worden ist, die Steckzwiebeln lieber doch unten neben den Knoblauch einzusetzen. Ja. Gerade eben auch wächst im Grün, dass uns die Zwiebeln dann im Frühjahr das Hochbeet nicht dicht machen, sondern dass wir da dann wirklich die ganze Fläche haben. Und Manu wollte dann eben heute noch die Steckzwiebeln schnell umsetzen. Und was noch alles weiter passiert, das werden wir im Laufe des Videos dann sehen. Richtig. Genau. Was denn? Ja, warte. Ich überlege gerade, wie ich hier runterkommen kann. Spatzel fängt an, ihr Fenster zu schleifen mit einem Schwingschleifer. Ja. Und dann wahrscheinlich auch noch mit einem Pinsel weiß anpinseln. Yeah, es geht voran. Und da drüben hatte ich zuerst den Gedanken, dass ich das doch sein lasse, mit dem Wasser hinten runterlaufen an der Hütte. Aber jetzt gerade vorher habe ich wieder eine Idee bekommen. Und ich denke, die kann ich umsetzen. Dann wird das Wasser, was an der Hütte entlang runterläuft, gar nicht mehr so schlimm sein. Tja, auch hier geht es schön weiter. Fenster, ja, ausreichend abgeschliffen. Und ja, jetzt kann man nur dann zum Streichen anfangen. Ich werde nachher übrigens die Fensterumrandungen, was außen hinkommt, auch anfangen zu schleifen, dass man das auch noch gleich mit weißeln kann. Aber hier, jetzt. Ich habe jetzt oben noch eine Querlatte hingeschraubt. Von links nach rechts. Soweit wie ich halt reingekommen bin. Ich hätte aufs Dach hinaufgehen können und dann noch so, aber überflüssig. Und von innen habe ich auch eine Gegenlatte hingeschraubt. Jetzt sollte das Ganze da oben eigentlich schon wie eine Regenrinne wirken, dass links und rechts das Wasser soweit ablaufen kann. Und wenn dann doch noch ein bisschen was hier reinkommt, die Wand runterläuft, mein Gott, dann ist es halt so. Aber so bin ich jetzt zufrieden. Ja. Außenrum werde ich noch mit zusätzlich noch mit Panzertape verkleben. Obenrum hier ist alles außenrum noch festgespackst in kurzen Abständen. Und ja, wenn das alles noch sauber verklebt ist, Rauchabzug, ja gut, werden wir hier noch auf alle Fälle Schnur hinmachen, dass man die Plane so wegbinden kann. Und Leute, da unten wird auf alle Fälle noch genügend Luft reinkommen, dass wir nicht ersticken. Das ist ja ringsrum so. Und ansonsten stelle ich hier einfach einen Ventilator rein, wenn es wirklich gar nicht anders geht. Aber das wird sich alles noch zeigen. Oh, es wird. Haha, und wie es wird. Schön. Hier drin geht es auch weiter. Da drüben. An der Seite bin ich gerade Holz zurecht zum Sägen, zum Hinterbauen. Und ja, meine Bügelkante habe ich auch schon drauf. Dafür habe ich extra mein Bügeleisen mitgebracht. Ist zwar nicht hundertprozentig derselbe Farbton, ist ein bisschen heller, aber mein Gott, Hauptsache wir haben was gekriegt. Hier draußen tut sich auch ganz gewaltig was mit den Fenstern. Das sieht so geil aus, Leute. Oh, was sieht jetzt schärfer aus, Manu oder das Fenster? Ich, oder? Oh, wie ich aussehe wie? Ja, genauso weiß wie das Fenster fast. Oh mein.
auch diese Seite, die Wetterseite, saugt wie verrückt die Farbe auf. Genauso wie es mir da hinten mit den Brettern gegangen ist. Naja. Aber auch mit den roten Brettern geht es demnächst weiter. Mhm. So Leute, und jetzt zeige ich euch noch, was ich jetzt hier herin so gemacht habe. Wie es hier herin dann irgendwann einmal noch weitergehen wird. Naja, bisschen barzeln halt. Also, wie ich schon erwähnt hatte, die Leiste habe ich hingebügelt. Hier eine Leiste hingemacht. Hier hinten werden wir bloß mit Dichtmasse eine Naht ziehen. Das ist das Sinnvollste in dem Moment jetzt. Hier weiß ich noch nicht, ob ich das einfach zubarzel. Da hinten, das bleibt so offen, mein Gott. Hier habe ich jetzt noch ein schönes Hölzchen zurechtgesägt. Und ja, hier der Abschluss. Der wird halt auch so bleiben, aber so übel sieht das jetzt auch nicht aus. Und ich denke, das ist jetzt auch kein Beinbruch. Ja, also wie gesagt, da hinten wird noch schön abgekittet. Und dann sind wir hier herin mit der Arbeitsplatte eigentlich erst einmal fertig. So dass wir dann echt endlich bald loslegen können, hier was zu machen. So. Meister Klecksel, Pinselmeister. Schlimm, ne? Ich find's geil. Nee, ich finde es nicht geil. Oh. Sieht aus wie ein kleines Schweinchen. Also, es wird weiß. Ja. Das dritte Mal jetzt alle Fenster. Ja. Die Seite auch. Aber was will man machen, wenn das Zeug so fett die Farbe saugt? Ja. Dann geht man halt da ganz einfach noch ein viertes Mal drüber. Hier drin mit der Leiste, das hatte ich ja auch gezeigt. Und ja, die Leisten sind auch schon angefangen zu pinseln, zu malern. Ja, da geht schon was vorwärts, ja. Ja Leute, wir haben soweit zusammengeräumt, damit wäre das heutige Abenteuer Schrebergarten vorbei. Richtig. Leute, ich sag mal Tschaikowski. Tschüss. Rein theoretisch bis morgen, morgen Nachmittag. Ich hoffe, dass das Wetter mitspielt. Also bis denn. Ciao, ciao.